Sie können einiges tun, um einer Demenz vorzubeugen. Also es gibt einiges, was man tun kann unter den körperlichen Dingen. Der stärkste Risikofaktor ist der Bluthochdruck. Das heißt also, der Blutdruck sollte normalisiert sein. Das ist ganz wichtig. Das nächste ist Zucker. Wenn man Zucker hat, sollte der optimal behandelt werden. Das ist wichtig. Das nächste ist das Cholesterin. Auch das ist ein Risikofaktor, der optimiert werden sollte. Also LDL, Gesamtcholesterin unter 190 Milligramm pro Deziliter beispielsweise. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann das Körpergewicht ist der andere Punkt, der wichtig ist. Das heißt, man braucht ein optimales Körpergewicht, also BMI zwischen 18,5 und 25. Drunter und drüber ist schlecht. Und das sind die körperlichen Faktoren, die, wenn sie optimiert sind, das Risiko für eine Demenz reduzieren. Also es gibt auch soziale Faktoren, die wichtig sind. Das eine sind soziale Kontakte. Das heißt, Isolation ist ungünstig für die Entwicklung einer Demenz. Das heißt also, soziale Kontakte aufbauen ist ein wichtiger Punkt. Und das andere ist selbst erlebter Stress. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Um Demenz zu reduzieren, sollte man Stress reduzieren. Das ist auch ein Risikofaktor übrigens für einen Schlaganfall. Und das Letzte ist der Lebenssinn. Auch das ist wichtig. Das heißt, wenn kein Lebenssinn da ist, dann steigt das Demenzrisiko. Drei Faktoren im sozialen Bereich. Also Lebensstil ist ganz entscheidend wichtig. Das fängt an mit der Ernährung. Mediterrane Kost ist da so das Schlagwort. Das heißt, Italiener ohne Pizza. Und Salzreduktion, auch ganz wichtig. Salz ist ein Risikofaktor, das sollte man meiden. Also Ernährung als ein wichtiger Punkt. Dann Bewegung ist wichtig. Da reichen auch geringe Bewegungen, also 10 Minuten pro Tag letztlich mittlere Belastung ist schon ausreichend, um das Demenzrisiko auf jeden Fall zu reduzieren. Dann ist das Zigarettenrauchen ein wichtiger Punkt, das sollte man komplett einstellen. Alkohol ist der nächste Punkt, das sollte man meiden. Das heißt, nur zu besonderen Anlässen. Das heißt, früher sagte man ja, so geringe Mengen sind gar nicht so schlecht. Das stimmt sicher so nicht. Alkohol ist ein Nervengift und sollte komplett eingestellt werden. Und dann der Schlaf. Ja, der Schlaf ist ja der Hüter der Gesundheit. Und über 7 Stunden ist protektiv gegen die Entwicklung einer Demenz. Ja, das liegt letztlich daran, dass im Gehirn bestimmte Stoffe im Schlaf abgeführt werden, die dann dazu führen, dass das Gehirn geschützt wird.